Andreas Diboski, Dibo, lernte ich vor dem CCI-Vier-Sterne-Turnier in Lohmühlen im Mai 2011 auf seinem Irenhof in Döhle kennen. Ich filmte ihn bei seinem Unterricht. Dabei erkannte ich, wie intensiv er mit seinem Hof und den Pferden lebt und das Training in seinem Blut steckt. Das ist wahre Hingabe. Halt ihn oben dran jetzt. Richtig. Gut, Sophia. Und jetzt wieder schließen. Halt ihn oben dran. Dass du ihn zwingst, im Genick oben und in der Kuppe gesenkt zu bleiben. Gut. Schulter vor, Sophia. Immer in der Rückführung Schulter vordenken. Das darf aber nicht übertrieben werden. So, richtig. Das ist gut. Sein Hof liegt in dem Heideort Döhle und lässt für den ambitionierten Sportreiter und die Pferde keine Wünsche offen. Hier reitet er mit jungen Pferden und gibt ihnen einen Einblick in Dressur und Springen. Auf dem Irenenhof können bis zu 40 Pferde untergebracht werden. Genügend Platz, um Schülerinnen und Schüler mit ihren Tieren aufnehmen zu können. Zusammenziehen, wenn er sich da so festmacht. Ja. Prima. So ist doch richtig. Und Trab. Wieder vorwärts. So, bisschen rechts sitzen. Rechts sitzen, weiter wollen. Gut gemacht. Prima. Gut so. Für das vielseitige Training stehen ein weitläufiger Springplatz, eine Galoppbahn, ein Dressurviereck mit Wettkampfmaßen, ein Longierplatz und eine helle Reithalle zur Verfügung. Außerdem findet man direkt angrenzend hervorragende Reitwege. Man schon so früh, ob in dem Pferd was drinsteckt? Ja, so ein gewisses Potenzial ist dann ja immer schon vorhanden. Vor allen Dingen auch die Einstellung zur Arbeit, ne? Ja. Es muss eine gewisse Bereitschaft da sein, sich anzustrengen.
Döhle. Dieser Ort liegt in einer der schönsten Landschaften Deutschlands. Zwischen Hamburg und Hannover am Rande des Naturparks Lüneburger Heide. Für den Pferdesport ist es hervorragend. Hügeliges Gelände, ein gewachsener Gras- und Sandboden, grenzenlose Reitwege. Und dann diese Ruhe und die gute Luft mit der unmittelbaren Nähe zu weiteren Top-Geländeplätzen. Machst einmal den Oxer klein, den blauen. Ja. Obere Stange auf einer Seite runter, die hintere Auflage dann tiefer. Luhmühlen CCI 4-Sterne-Turnier im Juni 2011 mit Andreas Dibowski. Wir begrüßen Sie dort recht herzlich. Des Landes Niedersachsen, David McAllister, auf den Landrat des Landkreises Lüneburg. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute in Luhmühlen mit dabei zu sein. Und hier die Erkundung der Hindernisse vor dem Geländeritt, den Captain Mark Phillips kreiert hat. And one refusal for her. Und hier sehen wir die verschiedenen Reiter beim Durchqueren des Milford-Teichs, die teilweise von oben genauso nass wurden wie von unten. Zumindest aus der Anzeigetafel. Jetzt geht es schnell weiter. 9 A, B. B-Spirit. Weiter, der Name und Herr, war doch noch eine Verweisung aus Lindelitz mit einer der Dorf. Ball station, deep bomber, to jump into the water, through the water. Clear 9. Very good. Alles ist nah gegangen. 4 points there, there. Große Aufgabe am Wasser. Jetzt sehen wir Andreas Sibowski mit dem kraftstrotzenden Buzzleon. Gleich nochmal in Zeitlupe. Achtet auf die Bewegung und den fliegenden Buzzleon. Hinterlich.
freue mich über diese Aufnahmen von Diebo mit Butz Leon. Sie erlebten drei fantastische Tage. Und diese langjährige Zusammenarbeit konnte ich im Vier-Sterne-CCI in Lohmühlen im Juni 2011 bestaunen. Denn sie erreichten 39 Punkte aus der Dressur, ein Geländeritt mit einem bis zum Schluss fliegenden Butz Leon und ein grandioses, fehlerfreies Springen und wurden zu Recht mit dem Sieg in Lohmühlen belohnt. Diebo, meinen herzlichen Glückwunsch.